Herzlich willkommen zu, ja, ich wollte gerade sagen zurück, aber herzlich willkommen zum ersten Video vom Cruising Kansas Event hier in American Truck Simulator. Ich wollte es eigentlich deutlich früher aufnehmen, um genau zu sein, 8 Stunden früher. Also wir haben es jetzt nicht mehr 19.15 Uhr, was rausgekommen ist, sondern wir haben es jetzt 3 Uhr nachts. Die Umfrage hat ergeben. Da kommen wir jetzt erstmal zu. Das ist der Volvo FNL 860 wird. Ich hoffe, er ist noch beim Gebrauchtwagenhändler dort. Und hier könnt ihr sehen, einfach mal die Regeln. Es gibt insgesamt 14 Städte beim Kansas CLC und wir sollen zu oder von jeder dieser Städte eine Fahrt machen. 100 Meilen muss er mindestens sein. Und dafür gibt es dann zum einen, ne, World Truck Achievement und ein Sunflower Sunset Themed Truck Paint Job Steam Item und eine Amber Sunflower für das Community Achievement, was 125 Millionen Meilen betrifft. Bevor ich das aber auch mache, natürlich, wie gesagt, Gebrauchtwagen, LKW, Volvo, da haben wir den FNL 860 mit 455 PS, 275 Gallonen Kraftstofftank, hat insgesamt 61.654 Meilen drauf und dauert einen Verschleiß von 1% und einen guten Zustand für 136.000. Habe ich ja, da würde ich sagen, kaufen wir uns den mal. Ich hoffe, ich habe noch Platz in der Garage. Ja. Okay, das ist der International. Haben wir nur eine Garage? Ja, ne? Bisher auf diesem Profil nur eine Garage. Eigentlich, ich dachte, ich hätte nicht nur in Phoenix eine. Aber scheinbar nur in Phoenix eine. Dann wird es ja eigentlich mal Zeit. So, vor allem, ne, wo wir jetzt so ein bisschen mehr von den Great Plains haben. In Kansas, dass ich wieder in Kansas eine holen. Kansas City würde ich sicher schon anbieten. Kansas City, ich weiß nicht, ob es in Topeka eine gibt. Aber ich würde mal sagen, in Kansas werde ich mir dann eins holen. Danke für Ihren Kauf. Wir werden Ihren neuen LKW umgehend zu Ihrer Garage in Phoenix überführen. Beachten Sie, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Eine neue Mail wahrscheinlich. Genau, neue Spezialtransporte für Kansas. Allerdings auch natürlich die Erweiterung für, die es sowieso schon gab. LKW Manager. Den Volvo FNL. Ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, wir rüsten den nochmal ein bisschen um. Na, lässt sich doch eigentlich ganz gut sehen. Lässt sich doch eigentlich ganz gut sehen. Dann würde ich sagen, bestellen wir das Ganze. Genau, steigen ein und dann fahren wir wahrscheinlich von in der Nähe von Texas aus los. Ja, in der Nähe von Kansas natürlich. Ja. Nicht ganz so schlimm wie vom MRN die Lupe. Ja, ich muss meine Sitzposition ändern und zum richtigen Bundesstaat fliegen, mehr oder weniger, also teleportieren, schnell reisen, damit wir nicht 300 Kilometer fahren. Den wollen wir mal schauen, wir sind jetzt gerade mal in Delha. Das wäre natürlich optimal, wenn es irgendwie nach Garden City oder Dodge City geht, dass man halt wirklich von A nach B wirklich fährt. Aber schauen wir mal. Kann sein, dass es 14 Folgen sind, kann auch länger sein, weil wir vielleicht von Garden City, also in nach Garden City fahren, von Garden City nach Woodward, von Woodward nach Dodge City und so weiter, ne? Wer weiß ja schon. Also, ne? Mindestens 14 Folgen, vielleicht auch mehr. Genau, Garden City wäre halt optimal. Ich gehe jetzt nicht nach Preis, sondern nach Preisstrecke. Eine Schalke ja nicht, ne? Ne. Wobei ich könnte auch nach Zielort gehen, das wäre vielleicht auch interessant.
Zielort. Natürlich andersrum. Dann gucken wir, ob wir was nach Garden City haben von hier aus. Das ist doch, glaube ich. Ah ja, Garden City. Da haben wir sogar schon was. Zwei Sachen, die ich dazu sagen muss. Zum einen, mit dem Candace DLC kam ja auch das, was man jetzt hier auch schon sieht, wenn ich es richtig sehe, kam auch das Farming Machinery DLC raus, was ich ja mehr oder weniger indirekt vorhergesagt habe. Also ich wusste, dass es rauskommt zu dem Zeitpunkt. Aber hab mir ja schon gedacht, also dass es halt schon Sinn machen würde, wenn es rauskommt. Und wer hat es gedacht? 2, 3 Tage vorher wurde das angekündigt, also habe ich es mir auch geholt. Es macht halt auch einfach super Sinn. Und ja, für die Leute, die mich nicht wirklich verfolgen oder so, jetzt vielleicht dazu gekommen sind, jetzt in diesem Video, weil Candace halt mal rausgekommen ist. Aktuell habe ich gerade nicht den besten PC, das heißt, es wird ruckeln ein bisschen, aber ja. Es geht, es hält sich in Grenzen, es ist, man kann damit leben. Irgendwann wird das Google auch wieder besser sein, wenn ich hier einen vernünftigen Rechner stehen habe. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal 35.000 Pfund. Gut, dass ich den Volvo FNL 860 geupgradet habe. Fahren wir Raupenbagger von Golden Meadows zu. Ich versuche es gar nicht erst zu lesen, weil ich muss in den Bildschirm rein und durch den Bildschirm durch, damit ich überhaupt was erkennen kann. Ich probiere es einfach mal. Irgendwas mit Grant würde ich sagen, aber ich weiß nicht. Irgendwohin nach Garden City in Kansas, wir werden es sehen, wenn wir da sind. Raupentransporter. $62 pro Meile, schon echt verdammt gut. Wir können einfach mal Spaß dabei schauen, ob das preisstreckenmäßig. Es ist sogar mit einer der besten. Auch sogar. Nein, nein, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Einfach verarscht worden. Hoffentlich ist der Auftrag jetzt noch da. Ist natürlich schlecht für die Statistik, aber okay. Also die World of Truck-Statistik. Aber ist halt wie es ist. So, Garden City, Kansas. Der Raupentransporter ist noch da. Dann nehmen wir jetzt den an, bevor ich wieder was Falsches annehme. Ist auch schön um die Ecke. Wie gesagt, der Truck hat 61.500 Meilen drauf. Eine Sache, bevor ich losfahre. Ach, Tatsache. Zuckerlecke Schreck ist auf 0. Das heißt. Okay, gut. Dann. Ich wollte hier nämlich sagen, dass ich es auch gut fände, wenn man sehen kann, wie viel man mit dem Kilometer, wie viel Meilen man mit dem gefahren hat, seitdem man ihn hat. Aber dann hat man ja die insgesamten Meilen vom Truck und die eigene zurückgelegte Strecke. Das ist ja schön. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, dann fahren wir eben zu Golden Meadows, holen das Ganze ab. Mit der Scheibe, das ist ja schon ein bisschen irritierend. Ich muss mich jetzt ein bisschen gewöhnen, wieder vernünftiger zu fahren. Schon wieder Post, super. Einfach weil ich heute schon ETS 2 3 Stunden gefahren bin. Ohne Aufnahme. Wieso, weshalb, warum, werde ich wahrscheinlich noch im Community-Post dann verfassen, euch zeigen. Also ich habe dazu kein Video gemacht, aber alles, mit dem ich dabei war. Aber alles dann so im Community-Post. Und da bin ich doch ein bisschen arcadisch gefahren irgendwann, weil ich sowieso einfach schon Schaden hatte. Deswegen muss ich mich gerade wieder ein bisschen darauf fokussieren, vernünftig zu fahren. Wir machen mal Licht an. Ich glaube, ich muss. Hab ich. Ich habe es nur in Euro Maximaler 2 eingeschaltet mit automatischem Licht, ne? Machen wir mal Licht aus und schalten es eben ein.
Ich habe hier auch einige interessante Fakten. Das Ding ist natürlich jetzt mit dem Maschinen-DLC ist natürlich noch einiges an neuen Aufträgen dazugekommen, an neuen Frachten. Zusätzlich zu den sowieso schon neuen Frachten, also. Mal schauen, vielleicht. Schon Vorfahrtbremse gedrückt, bevor der Motor aus ist dadurch. Es sieht ja auch schon, das hat ja auch schon was die Ladung. Lässt sich doch sehen. Gefällt mir. Oversized Load, genau, auch ein bisschen mit Überbreite, sogar ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Denn wollen wir mal schauen kurz, wie weit wir es haben. Okay, 154 Meilen. Habe ich leider gerade beim Aufzug gar nicht, annehmen, gar nicht drauf geachtet, aber es ist nicht allzu weit entfernt. Na, ein bisschen mitgenommen in den Bordstein. Moment, jetzt wird auch noch Nacht, ne? Das heißt, wir fahren sogar in die Nacht hinein. Das ist ja belastend. Gar nicht. Doch, guck mal das an. Das ist ja belastend, dass es ein bisschen Nacht wird, aber okay. Sieht mir ja gar nicht so viel. Was mich jetzt noch interessiert, ich sehe Tempomat. Okay, ich sehe es nur da die Geschwindigkeit, okay. Ich verstehe. Ich sehe es nirgendwo hier im Dashboard, wenn ich. Also abgesehen von der Anzeige im Dashboard unten, wie ich es eingestellt habe. Ich kann es ein bisschen höher gehen. 75, ah ne, 65 ist das Maximum, da war ja was. Liegt ja auch automatisch, also ist ja schon echt ein. Eigentlich schon genau fast perfekt. Perfekter Fracht, perfekte Gegend. Ich fahre jetzt ja auch sogar durch Oklahoma rein. Also über Oklahoma fahre ich jetzt nach Kansas. Oklahoma war ich auch noch nicht gewesen, also ich glaube nur ein einziges Mal. Irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Wo war ich? Nirgendwo, okay. Ich nehme alles zurück. Oklahoma noch bei 0%. Aber Kansas it is. Ich denke mal, also mal schauen. Also. Ich werde wahrscheinlich weitaus mehr als die 14 Fahrten fahren. Auch mit Aufnahme. Einfach weil wir die ganzen Frachten eigentlich hinbekommen. Allein, ich weiß gar nicht, wie viele Frachten es jetzt beim farbigen Machinery DLC gibt, aber ich schätze mal weitaus über 15, über 14. Von daher. Und wir fahren jetzt sogar schon eine von denen. Ich würde fast sagen, es bleibt fast keine andere Wahl als. Ich hab doch Licht angemacht, oder? Automatisch. Umswitchen müsste. Das ist einfach, dass hier nicht aktiviert. Cool aus. Wir fahren einfach mal so lange weiter mit. Schandlicht in Anführungszeichen. Bis wir alle gemeckert werden. Ich muss schon sagen, der Wolf FNL, auch wenn ich gerade nur aus ihn mehr auf dem linken Ohr höre. Ach, hier eins von diesen berühmten Stoppschildern. Cool. Also Stoppkreuzung, wo es blinkt. Keine wirkliche Ampel ist, sondern halt Always Stop sein ist. So eine Always Stop Kreuzung. Schauen, vielleicht haben wir sogar ein, ich glaube sogar das
ist das die erste Fahrt für mich sogar in der 1,49. In der ATS? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist halt einfach wunderschön. Für den Sonnenuntergang. Und wieder auf unsere Maxgeschwindigkeit. Schau mal, jetzt können wir ja sehen, wo wir hinfahren. Wir fahren zu Grand Pastures. Okay. Go straight. Zündung sind wir auch schon fast da. Ja. Es ist halt eigentlich schon das Gute. Also es sind halt wirklich, ne, dadurch, dass man nur jetzt mal mindestens 100 Meilen fahren muss, oder kann, für das Event. Ist natürlich auch praktisch, weil es so, doch, ne, es ist ein bisschen, es ist weitaus kleiner als Kansas natürlich, als Texas. Erstes Aufhalten in Geimen. Von daher sind das auch echt relativ kurze Fahrten, also. Ja. Kann ich noch mal gut zwischendurch aufnehmen. So wie jetzt um 3.40 Uhr. Ich befürchte ja, das Licht wird nicht automatisch angehen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein. Wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein truck-spezifisches Feature ist. Aber es wirkt gerade so. Die Motorkontrollleuchte blinkt. Ich habe das Gefühl, der Truck hat ein bisschen was am Motor. Go straight. Andererseits, Lichter sind an. Alter, Paintjob ist auch schon einfach nice. Gefällt mir. So, egal, dann ist jetzt gleich grün für uns. Also, ursprünglich wollte ich das Video rausbringen. Mein ursprünglicher Plan war, dass es dieses Video um 12 Uhr kommen soll. Und wenn ich fertig bin, ist es ca. 4 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme. Mit bearbeiten, also mit schneiden, hochladen und ja, Haltrennen noch davor natürlich. Wie eine lange Nacht. Also wie gesagt, ne, so, wir versuchen einfach wirklich so von Schatz zu fahren, vielleicht auch, weiß ich nicht, Deutsche City ist wahrscheinlich zu nah an Garden City dran. Es wirkt zumindest so wie, als wären es so circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Waggons. 11 Waggons klingt sehr viel, finde ich. Für Vanilla-Verhältnisse. Schön mit dem Zug noch neben dran. Das gefällt mir. Er hält sogar oder wird noch. Ja, er muss behalten. Ich sollte nach vorne gucken, oh Gott. Und da kann man nicht bewegen, weil ich wieder den Zug mitschalte. Aber das ist cool. Da haben wir schon mal so ein bisschen. Das kann natürlich auch sein, also ist mir schon vorher aufgefallen, als ich im Hordegon-Event war, aber ist mir schon aufgefallen, dass ich dort auch schon Züge gesehen habe mit 8 Waggons, was ja auch schon mehr war, als ich in Erinnerung hatte, also das war ja irgendwie das höchste der Gefühle 5 Waggons, aber jetzt 11 Waggons,
Es ist schon nice, dass es halt längere Züge jetzt sind. Noch länger ist natürlich cooler, dass man da keine Mod für braucht, aber. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie so ist, dass das Maximum irgendwie 11 sind und so, oder dass es halt auch weitaus höher sein kann. Aber es ist natürlich, macht natürlich schon Sinn, dass vor allem fürs Kennensystem jetzt das noch mehr ist als vorher. Wenn dem denn so ist, ne? Ich weiß nicht. Aber einfach nur meine Beobachtung von 8 zu 11. Immerhin 3 Waggons. Also hier hinten an dem war jetzt ja noch ein Caboose dran. Es macht halt schon Sinn, so für. Ich darf schneller einfach als 45. Macht natürlich für Kansas halt schon Sinn, so. Einfach das Herzstück der Eisenbahnindustrie. So mit Kansas City. Ja, wir sind in Kansas, sehr schön. As we talk. Mit Kansas City und dem großen Cargo-Zug-Terminal, wo wir mit Sicherheit auch hinfahren. Wenn wir es nicht auch einfach so per Zufall schaffen, werde ich es einfach forcen. Wir noch nicht abbiegen. Da haben wir sogar einen Trailer von dem, wo wir hinfahren, von Great Pastures. The Natural Choice. Wollen wir weiter? Es ist schon irgendwie ein interessantes Feeling, so hier in dem Volvo zu sitzen. Ich bin ja früher auch in ETS2 sehr viel Volvo gefahren, vor allem den, als dann der neue Volvo, oh, FM. Volvo FH16 und so war ja schon dieses alte Modell. Ich glaube, Volvo FM, also der halt der neue Volvo zu dem Zeitpunkt. Als der rausgekommen ist, bin ich eigentlich nur den gefahren. War sehr, sehr viel den. Im Gegensatz zu Scania oder so. Ich hätte links bleiben sollen. Ist schon ein bisschen interessantes Feeling jetzt hier in ATS mit Volvo zu fahren. Aber er klingt auch echt gut. Ach, schön mit den Sternen am Himmel. Also die Eiz 49 mit der neuen Skybox, mit den Sternen und mit dem Mond ist echt schon, würde ich für mich persönlich sagen, einfach das, auch wenn ich nicht viel gespielt habe in diesem Jahr, aber es ist eigentlich das Beste, was seit langem in ETS2 und ATS reingekommen ist. Es ist halt einfach fürs Ambiente und einfach fürs Gesamtfeeling ist es einfach viel, viel geiler. Dadurch habe ich persönlich erst gemerkt, dass es gar keinen Mond gab vorher. Das ist mir davor gar nicht wirklich aufgefallen, aber so jetzt, allein mit den Sternen. Ja, bitte nie mehr zurück. Brauche ich dann auch gar keinen wirklich neuen Truck oder so. Klar, neue Trucks sind immer gut. Aber ich kann auch ein Jahr dann ohne Trucks, ohne neue Trucks fahren, wenn es dafür dann halt einen Sternenhimmel gibt. Und eine neue oder eine verbesserte Skybox, was HDR betrifft. Das halt fürs Feeling halt super, super viel bringt. Es ist auch schön hier. Mit den Feldern, mit den ganzen Windmühlen. Die doch schon weite Landschaft, aber auch ein bisschen hügelig. Im Morgen wieder mein Tag. Hoffentlich. Weiß es hoffentlich, ich werde hier einfach nach aufs Ohr hauen, auch wenn ich nicht prinzipiell muss, aber wir wollen ja auch ein bisschen bei Tag überleben, genau, erleben von Kansas.
Aber ist schon in Ordnung, dass wir so bei Nacht in Kansas reinfahren. Das ist Sunflower State 1 von 14. Wir sind jetzt in Garden City angekommen. Schon. Ich weiß nicht, ob wir schon beim Schild waren, aber es wurde zumindest schon mal freigeschaltet. Ich glaube, es kommt, würde erst noch kommen. Garden City, Dodge City. Und ich werde mir dann hier in Kansas auf jeden Fall noch eine Garage holen. Das Geld ist ja da. Wir werden zwar nicht so viel Geld verdienen im Kansas DLC, im Cruising Kansas Event. Vor allem zu Beginn nicht, ne? Kurze Strecken, wenig Geld dadurch. Selbst wenn man 66 Dollar pro Meile verdient, ist es dann halt nicht so viel. Das Geld holen wir dann wahrscheinlich eher wieder rein. Vielleicht das Event, zumindest mein Personal Goal abgeschlossen habe. Und dann noch ein bisschen weiterfahren. Aber eine Garage wird drin sein. Ich meine, irgendwann brauche ich sowieso eine neue Garage, wenn ich einen neuen Truck haben möchte oder so. Oder einen Trailer oder sonstiges. Von daher. Geld ist auch da, um ausgegeben zu werden, aber über 1 Million zu kommen wäre auch schon wieder nice. Vielleicht schaffe ich es ja auch mit dem Event, auch wenn es jetzt in diesem Auftrag auch nur 10.000 gibt. War noch 10.000, oder? Ja, 10.000 Dollar. Ein bisschen beschleunigen, Kreisverkehr und dann sind wir sogar schon da. Direkt nach dem, okay, nicht Kreisverkehr, direkt nach der Abfahrt sind wir schon bei Grand Pages. Wir sind auch eigentlich noch sogar nur bei den Ausläufern von Garden City, aber da wir halt noch bei den Ausläufern sind, schon Firmen haben, die zu Garden City gehören, haben wir die Garden City schon aufgedeckt. Okay, da ist ja sogar noch jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Bleibe ich doch erstmal hier links. Gute Entscheidung gewesen. Und der hat wahrscheinlich auch ausgeschert, damit ich ihn nicht aufhalte. Schon mal rechts rauf. Und schauen uns das Ganze ein bisschen hier auch von außen an. Wie man sieht, Viehbetrieb. Die benötigt natürlich auch Traktoren und so. Moment, was? Oder, ja, Raupentransport. Transport, okay. Ich muss hier wahrscheinlich kann jetzt ihre Rötchen drehen, aber es ist schon wieder aus der Perspektive. Es ist schon nice, dieses Farmgelände. Was haben wir denn hier? Die Daily Dial Farm. Hier haben wir auch so einen Truckstop, dann können wir da direkt danach hinfahren. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Also es hat gar nicht so wirklich geleckt wie sonst. Also war schon sehr leckarm. Gefällt mir. Ja. Hä? Wollte schon gerade sagen. Jetzt bist du aber gerade eng.
bisschen zu früh, zu spät. Problem ist doch mal wahrscheinlich hier mit Schwung, weil wir doch ein bisschen aufgesetzt sind. Perfekt, aber akzeptabel. Ja, okay. Nah an der Wand. Aber Hauptsache, man kommt runter. Da würde ich sagen, abladen und damit schneller zu kommen, das Video rauszubringen. Ausgezeichnet. Raubtransporter von Delhard nach Garden City geliefert. Gefahrenstrecke 159 Meilen. Dauer 26 Minuten, 25 Gallonen verbraucht. Das war der 130. ATS erledigt. Nicht wieder abgebrochen davor. ATS bei der Volksauftrag. Es gab dafür 10.000 und 392 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir uns kurz den Mail an. Danke. Weiß ich. Waldkarte. Gucken wir eben. Gucken wir kurz bei externen Aufträgen. Vielleicht ist der Auftrag dann immer noch da, wenn er so über 12 Stunden geht. Gucken wir mal einfach nach. Okay, Dodge City ist wahrscheinlich zu nah dran. Ja, viel zu nah dran. Vielleicht dann hoch nach Colby. Haben wir da was? Hätten wir sogar. Ja. Der Auftrag wird dann morgen sogar noch da. Ein Radlader, Schaufel, Volvo SPTSEG. Wieder von dem Maschinen-DLC mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich werde noch viel fahren müssen, um wirklich neue Aufträge zu haben. Gut, na hier, Mehl, Getreide beispielsweise, Milchpulver, Salz, Gemüse. Und sonstigen Spaß. Wir haben einen Peterbilt-Händler in der Garage. Ich würde sagen, wir fahren einfach hier nur kurz. Okay, gut. Einfach wieder auf die andere Seite. Brauchen wir kein Navi für. Ja, die zu ziehen wäre noch sinnvoll. Den wollen wir mal raus. Da hinten ist auch sogar eine, also da, schon dabei auch eine Werkstatt. Zwei Werkstätten einfach in unmittelbarer Nähe. Auch schön die Unebenheit hier. Mit dem ganzen Mist und so weiter. Und Dreck. Wir dürfen nur 30 fahren, gut zu wissen. Wir dürfen schneller als 30 fahren. Vielleicht wahrscheinlich nicht mehr. Gerade sogar weitaus höher als ich bin ja gar nicht mehr gedrosselt auf 65. Ich habe ja keinen externen Auftrag mehr. Ich frage mich ja, ich muss eigentlich sogar noch eine zweite Garage haben, einfach aufgrund des eigenen Trailers. Der ist ja gar nicht in der von Phoenix. Stimmt, ich habe glaube ich in LA noch eine. Schnell muss man da hinten zu. Direkt hier ist der eine LKW, glaube ich. Moment. War da zwei Platz? Nein, natürlich nicht. Der sieht einfach schon nice aus. Der Volvo FNL. Wer auch immer derjenige war, der dafür gestimmt hat, danke dafür. Dann würde ich sagen,
sehen wir uns dann morgen wieder mit einer weiteren, mit der zweiten Fahrt hier vom Cruising Kansas World of Trucks Event. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.